So, folgendes Problem bei N42 318er. Wagen hat extrem viel Ölverlust. Wir haben die Ventillichtung kurz ausgebaut und morgens macht der Kettengeräusche. Das heißt, du machst den an, macht ganz kurz Kettengeräusche und dann geht's weg. Dazu kommen wir aber später. Wir haben den einmal komplett ausgebaut und haben Folgendes festgestellt. Kommst du mal rüber? So, Kettenführung. Die ist hinüber, die werden wir neu machen. Das heißt, die komplette Kette werden wir erneuern. Wir zeigen, was wir dafür brauchen, welche Spezialwerkzeuge und wie wir das machen. Ne? So, dann wollen wir mal. Bis gleich. Erstmal den Wagen auf OT stellen natürlich, hinten. Die Markierung kommt nach oben. Spezialwerkzeug einmal drauf. Ne? Festschrauben. Vorne zeige ich das eben. Vorne machen wir Folgendes. Da sieht man hier die Schicht. Ach, natürlich andersrum. Stift reinstecken und schön nach hinten. Fertig. Und dann haben wir den erstmal auf OT eingestellt und jetzt bauen wir den aus. Untere Schraube natürlich lösen einmal. Dann lösen wir oben die beiden Schrauben. Und hier verliert der unheimlich viel Öl. Also immer, wenn ihr die rausholt, immer neue Dichtung. Immer. Und der verliert auch sehr, sehr viel Öl hier. Ja. Die Dichtungen immer erneuern, weil genau das passiert. Und die sind richtig schon porös, schon hart, schon Plastik geworden. Ja. Immer erneuern. Jo, dann bauen wir erstmal drei Imbusse ab. Da. Einmal dort nochmal und dort, genau. Und dann ist da jeweils nochmal eine Schraube darunter für die Führung. Die bauen wir natürlich jetzt auch ab. Die Schrauben haben wir jetzt alle lose. Ja, Kettenspanner raus und dann könnten wir die Kette eigentlich auch schon lösen. So, dann holen wir das Ganze einfach so raus. Das war's schon. Hier war der kaputt. Und das kann natürlich das Problem hier, wenn der kaputt geht, das ist wie so bei BMW eine Krankheit. Das Ding wird immer hart, bricht dann nach der Zeit ab. Das ist normal. Von der Hitze geht das sehr, sehr oft. Das Problem ist, wenn hier kleine Stücke hier runterfallen und dann in die Ölwanne reinkommen und dann die Ölkanäle zumacht, dann haben wir schnell ein Motorschaden. Aber wenn er so weg ist, dreht sich das Ganze und dann hat man Glück, der springt nicht an, hat man Pech, Ventile setzen auf, hat man auch einen Motorschaden. Also die Dinger hier sehr, sehr oft kontrollieren.